Was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei True Farming, einer Zeitzeugengeschichte von. Okay, hat er doch schon gemacht. Stefan Schmidt. Ja, ich habe blöderweise aus Versehen in der letzten Folge die Stopptaste gedrückt. So habe ich nicht abmoderiert, aber da ist aber auch nicht viel passiert. Ich habe einfach nur noch den Teleskopplader abgestellt, wie ihr gesehen habt, und die Rechnung für den Pech geschrieben, für das Ernten von den Kartoffeln. Ja, in dem Sinne, wie gesagt, ist da nicht viel passiert. Ich stelle den jetzt mal so ab hier. Ne? Ich ansehen. Tut mir leid, meine lieben Freunde, ich muss aber gerade mal was trinken. Einen trockenen Hals. Entschuldigt. So. Das tun wir jetzt doch ansehen. Klappen wir mal das Ganze aus. Und dann sehen wir mal an. So. Sollte auch gucken, wo ich hinfahre, ne? Wow, die Wanne hat flott drauf. So. Sind aber doch noch einige Steine im Busch. Aber oh mein Gott. Kann man doch gut erkennen, den Unterschied. Ich habe jetzt echt, also jetzt mal OOC. Ich habe jetzt echt nicht gedacht, dass man das so gut den Unterschied erkennt. Also sollte auch alles mitnehmen, ne? Kann ich trotzdem gleich noch machen. Ich fahre einfach hier auch nur
Hin und her. Wow. Aber immer wohin fahren müssen. Weil ist ja jetzt in ein paar Minuten. Wo denn meine Rundumleuchte nicht? Oder 5. Fahren wir mal hin. Muss das ganze machen, was die da zu sagen haben. Zu früh abgebogen. Servus. Moin Franz. So. Weißt du, was die schon wieder haben? Ich hab keine Ahnung. Also manchmal nervt es. Lass mal hochgehen. Ja, schauen wir mal. Ich war gerade mitten in der Ansaat, ey. Ja, bei uns war voll der Betrieb. Aber mein, was willst du machen, gell? Ja. Richtig. Nehmen Sie Platz, Herr Kreiderer. Nehmen Sie Ja, Platz, vielen nehmen Dank. Sie Plätzchen. Servus. Hallo. Hallo. Du Stefan, rennen wir später dann noch wegen Stroh, oder? Ja. Ich hab vorhin echt keine Zeit gehabt zum Anrufen, Ja, alles sorry. gut. Ich hab wohl nur Strohballen, ne? Okay. Ja. Kann man die auflösen? Wenn du einen Auflöser hast. Nein, leider nicht. Dann müssen wir mal gucken. Müsst mal schauen. Ja, reden wir dann, oder? Ja, machen wir gleich. Einfach hinsetzen, meine Herren. Ich verstehe, und geht das auch? Ja, Sie können natürlich auch stehen. Ah, sind die alle unten? Soll ich das dann verkünden, oder? Ja, 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 okay, ja, gut. ja, Ja, wunderbar. ja. Hallo! Ich hab da Oh, der draußen Typ gerade so wieder. einen roten Schrotthaufen mit Chrom angefahren, es tut mir leid. Jo, was? Hallo! Wow. Was? Hallo! Wie Aha. geht es Ihnen? Hallo! Wie kann man denn so gelaunt Hallo! sein? Ey, das geht doch gar nicht. Und Ihnen? Auch sehr Ja. gut, danke. Was ist Ah, denn, was ist wunderbar! denn hier Wunderschönen was ist denn die guten Begierde dieses Treffens? Sind wir denn vollzählig? Ah, ne, da kommen noch welche. Das ist ja schlimmer als die Bürgermeisterin. Ich muss hier wieder weg. Ja, ich habe auch am liebsten keine Lust, also am liebsten wieder Lust zu fahren.
Keine Lust, das ist hier ist die Gemeinde. Hallo, ja, und was ist denn mit Ihnen los hier? Ich habe genug. Keine Lustveranstaltung hier, scheint das zu sein. Also, ey, wir haben ja vor kurzem gesprochen wegen dem Aussiedlerhof, ne? Ja. Wissen Sie das noch? Ah ja, da unten, wo Sie da investieren wollen, den Kuhstall, ne? Richtig. Wir haben, und das sind die großartigen Neuigkeiten. Also grundsätzlich bleibt dann Ihrem Investment, was Ihre also ihre Zubringen, also, ne, Sie verstehen, was ich meine, oder? Also Ihre Dinge, die Sie zusteuern können, bleibt natürlich gleich, ja. Aber wir haben einen Investor. Wer soll das sein? Ich dachte, Sie suchen einen Investor. Haben Sie nicht gesagt, wir sollen investieren? Sie sollen mit Dingen investieren, mit Ware. Ach so. Aber wir brauchen natürlich noch jemanden, der das Ganze finanziell etwas unterstützt, ja. Richtig. Und wir haben einen riesen Investor. Wir haben einen riesen Investor? Ja. Okay. Ja, wunderbar, ich freue mich für Sie. Ist unter anderem auch, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, aber ist unter anderem auch ein großer, wie nennt sich das, Genossenschaftsbesitzer in Waldstätten. Ja, ach richtig, ja. Aha, okay. Ja. Und wer ist das? Ja, der möchte noch anonym bleiben, also, ne? Na, okay. Also es würde dann so bedeuten, dass in den nächsten Wochen der Hof dann in Betrieb geht, ja, und dieser Hof dann quasi für Sie auch zur Verfügung steht, Pferde zu kaufen, Schweine zu kaufen und dergleichen. Aber natürlich auch Ihr Investment, wenn Sie Ware bringen, kriegen Sie einen Teil des Erlöses ab. Wie toll ist das? Warum will denn der anonym bleiben? Das steckt doch zum Himmel. Das weiß doch ich nicht, warum der anonym bleiben will. Es ist ja nur ein erster. Wo kommt der her? Also wo genau? Das ist ja, es ist nicht nur einer, es ist eine Gruppe. Ja. Wir wissen auch noch nicht alle Bescheid, aber wir wissen nur, sie haben uns ja ein paar Referenzen, weil wir müssen natürlich auch gucken, dass wir das in fähige Hände geben, ne? Und wir haben da ein bisschen nachgeforscht und auch Informationen, ja, und die haben unter anderem auch die Genossenschaft in Waldstätten übernommen, vor kurzem erst. Doch in Bayern, oder? Richtig. Keine Ahnung. Und so einer will hier investieren, das glaube ich nicht. Was, du bist hier in Bayern, oder was? Natürlich will der investieren. Ja, wenn der in Bayern dann eine große Genossenschaft hat, was will der denn hier investieren? Was will der denn in so kleinen Dörfern? Total uninteressant. Weil wir hier etwas Großes aufziehen. Wir machen den Zuchtbetrieb. Den, ja? Zuchtbetrieb? Den. Ja, genau. Nicht den. Irgendeinen, sondern den. Wir brauchen hier keine Großbetriebe. Nee, dann wollen wir gar nicht hier. Nicht, wenn es um Geld geht, Sparkasse, weil das kennen Sie ja schon, sondern wenn es um Tiere geht, Rehbach. Ah, super. Wir werden ganz groß rauskommen. Ich bin mir nicht sicher, ob da Euphorie und falsche Vorstellungen gerade sich ein bisschen überschatten. Ich sehe die Begeisterung in ihren Gesichtern. Also ey, Manni. Super Ding. Da können wir dann richtig dick Werbung schalten, weißt du? Dann kommt bestimmt das Fernsehen und die richtig neuen Edelzuchttiere und dann steht da einfach dick und fett Didi und ja, Mannis Gasimperium im Hintergrund. Das finde ich gut. Ich bin ja noch nicht so lange hier in der Stadt Rehbach, aber jetzt erzählen Sie mir doch mal, was am Ende für die Bürger von Rehbach das bedeuten würde. Was sollen die denn für einen Nutzen davon tragen? Wie, was meinen Sie denn jetzt? Ja, was haben denn die Bürger in Rehbach davon, von ihren großen, erstens, visionären Vorstellungen? Erstens spült das Geld in die Kasse der Gemeinde, wovon wir alle profitieren. Und das die muss Personen, ich leider bestätigen. Eben, und die Personen, die sich beteiligen, ja, die quasi Waren liefern, kriegen einen Ertrag aus ihren Waren. Verstehen Sie? Ja, ich habe keine Waren. Und ich kann auch scheiße wieder Geld machen. Gefällt eben mir. Und super. Wenn Sie keine Waren haben, ist das halt Ihr Problem. Ne? Da müssen Sie dann irgendwie gucken. Wenn das so ein großer Betrieb sein soll, gibt es denn da schon Umweltgutachten und alles? Das wird alles erledigt. Das wird ein super Betrieb. Wir haben da richtig, richtig, richtig Motivation dahinter und richtig gute Vorstellung, dass das alles super wird, ja? Ja, also aber ganz ehrlich. Ich bin ganz ehrlich, ich höre das Wort jetzt super so oft. Irgendwie bin ich abgeturnt davon. Ja, dann sagen wir halt fabulös. Und das ist noch schlimmer. Ach so. Aber Herr Investor, ne? Ja, Kupone heiße ich und nicht der Investor, ja. Ich bin die Bank, ja, ich gewinne immer. Ja. Was? Ja, ich wollte nur ganz kurz, aber beschäftigen Sie sich auch hoffentlich gut mit den Investoren vorher und prüfen Sie die genau durch. Nicht, dass das irgendwelche, dass Sie auch wirklich ein ernsthaftes und ehrliches und vertrauenswürdiges Interesse hier verfolgen.
Ja, das tun sie auch. Also wir haben natürlich, wie gesagt, wir haben uns haben auch die schon geprüft? Ja, wir haben das alles geprüft. Es ist alles super. Also ich darf ja nicht sagen, es tut mir leid. Es ist alles gigafantastisch. Hm. Also für meine BGA wird das alles super geil. Richtig. Ja, du denkst auch an dich, Didi, oder? Also ja, wir haben auch, also wir haben sie befragt. Du hast mir einen Kollerschein im Auge. Wir haben vor kurzem auch gehört, also als sie haben quasi die marode Genossenschaft übernommen, die wurde anscheinend so heruntergewirtschaftet und das waren die strahlenden Retter in hellender Rüstung. Ah. Die haben die Genossenschaft dort gerettet, die Wirtschaft gerettet, angekurbelt. Ja. Ja. Wunderbar. Da war auch irgendwas mit einem Hof, mit irgendwas, also war wild dort, war wild. Scheint ja richtig tolle Investoren zu sein. Das richtig, ist ja wunderbar. Die haben dort die Gemeinde gerettet, ja. Was ja, wo kommst du nochmal? Sogar noch die Königsgarde. Die retten eine ganze Gemeinde, weil irgendeiner zu blöd war, eine Genossenschaft zu leiten? Richtig. Ja, die Genossenschaft war wichtig für die Gemeinde, ja. Hat sehr viel Geld verschlungen. Schön mit der Bockwurst. Wo gehen Sie denn jetzt hin? Der Bockwurst machen. Ich brauche was zu essen. Ich krieg das nicht mehr. Ich habe Magengrippe, wenn ich hier noch länger zuhöre. Ich nehme auch einen Tankstellenfasan. Unfassbar. Ja. Sag mal, Oswin, wo kommst du nochmal her? Lass uns nachher unterhalten. Lass uns nachher unterhalten, Geiler. Wo kommst du denn her, Herr Rosenberg? Ach ja, ich war hier und da und überall. Aber mir hast du mal was anderes erzählt. Ja. Ich kann mich leider nicht mehr dran erinnern, aber er hat's auch gesagt, oder? Mir hat der nämlich mal auch gesagt, der kam mir sehr bekannt vor, was der Herr Investor da sagte. Ja, ich kenne diesen Ort Waldstätten tatsächlich. Ach, kennen Sie denn auch den Investor? Ach so. Ja, nein, den kenne ich nicht. Aber ich kenne Waldstätten und ich weiß, dass es da eine Genossenschaft gibt, ja. Aber Waldstätten ist riesengroß. Keine Ahnung, wer da ist. Also kennt man ja auch nicht jeden. Wir wissen auch, dass er. Ich glaub, was ist denn das für ein Kreis, der sich um mich bildet? Ich glaube, da kann die Frau Doktor was dazu sagen. Die haben auch gut Geld hier in die Gemeinde gespült. Das ist gut. Also, ne? Geld ist immer. Freuen wir uns drüber. Selbstverständlich. Den städtischen Bauhof überarbeitet und also die haben uns schon sehr viel unterstützt, ja? Jegliche Dokumente geben sie einfach an uns. Wir gucken das uns durch. Wir geben das so, wie es halt eben muss, weiter. Und ne, dann sieht man mal. Aber Geld für die Gemeinde, das ist für alle immer halt von Vorteil. Ne? Das müssen wir ja alle bedenken. Wenn das richtig alles positiv für die Gemeinde ist, dann können wir uns da nur drüber das freuen. Das ist immer positiv. Also wir als Gemeinde gehen natürlich auch mit ins Risiko und sichern das Ganze natürlich ab, ja. Boah, ist das, dass das beim nächsten Dorffest dann 2 Spanferkel gibt statt 1? Richtig, richtig. Vielleicht sogar 3. Ui. Also wir haben gehört, dass diese Investorgesellschaft um die 600 Millionen hat. Ui. Bin ich der Einzige, dem das Spanisch vorkommt? Nee, das ist gut. Das ist sehr gut. Also für mich hört sich eher Französisch an. Hört sich alles scheiße an. Im Endeffekt profitieren sie natürlich alle davon. Eben. Sie als Händler zum Beispiel, sie stellen halt eben die Fahrzeuge zur Verfügung, die halt eben über sie gekauft werden. Wir haben die Klausel, dass alles für diesen Hof aus diesem Ort kommen muss. Also gut, alles das für die ist Gemeinschaft. Ja, das ist ja wenigstens mal was. Richtig. Das ist ja wenigstens mal was Sinnvolles. Alles muss gekauft werden hier. Beim Landhandel, beim Fahrzeughandel, bei den ansässigen Bauern. Auch das Lohnunternehmen soll mit eingegreift werden. Alles super. Ah, nee, darf ich auch nicht sagen. Bedeutet keine auswärtigen Einkäufe mehr, ja? Also alles, was sich vermeiden lässt. Hier verstehe ich mich. Okay, sehr schön. Um die Wirtschaft hier anzukurbeln, dann werden sie auch investieren in unsere Infrastruktur. Den Glasfaserausbau verdanken wir ihnen. Das müssen ja total tolle Leute sein. Na ja, gut, alles klar. Gibt es sonst noch Neuigkeiten? Lassen Sie mich kurz überlegen. Ach ja. Haben wir denn den Holzfäller hier? Hört sich nicht so an. Nee. Ach, schade. Ich habe da so einen Baum vor meinem Haus, der steht da schon seit 1000 Jahren, der muss weg. Aber gut, mach ich dann mal anders, ne? Wann kann ich die erste Gülle abholen? Das muss ja erstmal losgehen, ne? Wir werden jetzt den Vertrag aufsetzen, damit das alles losgehen und dann werden sie es merken, ja? Weil dann kommt Luxus nach Rehbach. Also so wie es jetzt ist, gefällt es mir eigentlich am besten. Ja, sie müssen ja nicht mitmachen, sie kriegen Cremiger.
Hallo, passen Sie auf, wie Sie mit mir reden. Dann wird dieses Unternehmen halt ein anderes LU beauftragen. Ganz nein. Richtig, wenn Sie nicht Luxus wollen, wenn Sie nicht Geld wollen, wenn Sie nicht Investitionen. Wir haben auch jahrzehntelang ohne Luxus hier in Rehbach gelebt. Ja, so schauen Sie aus, ja. Passt ja, und seit Jahrzehnten pumpst du dir Geld von mir. Stimmt doch gar nicht. Sehen Sie? Ich habe eine Frage. Geben Sie eigentlich auch an Privatpersonen Kredite? Natürlich. Oh, schade. Wieso? Nee, nur so. Brauchen Sie Kredit? Ich weiß es nicht, aber ich bin mir nicht sicher, ich bin mir nicht sicher, ob ich Sie da fragen sollte diesbezüglich. Wie bist denn von der Sparkasse? Was denken Sie denn? Ja, gut. Ja gut, dann würde ich Sie ganz kurz darüber sprechen, wenn Sie kurz Zeit haben. Natürlich, dann dürfen Sie alle gehen und auf ein neues, modernes Rehbach. Ich kaufe mir einen zweiten Häcksler, wenn wir hier fertig sind. Tschüss. Da bin ich mal gespannt, was das wird. Ich glaube, ich muss Leute einstellen. Ich mache mal eine Stellenausschreibung. Ja. Ja, haben Sie kurz? Ja, natürlich. Ich glaub, ich ja. Dann, tschüss. Ja. Nein, du musst hier bleiben. Bleib bei ihr. Was? Mach mal Platz, ey, dieses. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, Leute. Ich geh mal weiter ansehen. Ich hab noch was zu tun. Was meint ihr denn? Was haltet ihr denn so von so einem Investor und so weiter? Hier in Rehbach. Also das ist ja eigentlich ein sehr schönes Örtchen und sonst sollen wir uns dann von so einer, wie ihr sagte, wenn ich das verstanden habe, Genossenschaft den Ort kaputt machen lassen? Also ich sag nein. Wir haben jahrzehntelang ohne nur gelebt hier. Und es lief auch echt gut. Da muss ich mir echt mal Gedanken drüber machen. Ich bin mir da sehr, sehr, sehr unsicher. Wir sehen aber erstmal weiter hier an. So. Genossenschaft in Rehbach. Naja, ich weiß ja nicht, wie gesagt. Wir machen erstmal unsere Arbeit weiter. Dann lassen wir uns mal überraschen, was da noch auf uns zukommt. Aber dieser Typ, der daneben stand, der kam mir so suspekt vor. Aber wie das weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Schaut beim lieben Tino Friese vorbei. Lasst ein Abo da, Glocke nicht vergessen. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.